Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Sider Livestream. Ich bin gerade in Kumköy, um genau zu sein, an der Grenze von Kumköy nach Side, wo auch die Dolmusche, also die Busse nach Side und nach Manavgat fahren. Und wir gehen von hier aus heute in Richtung Strand, in Richtung Promenade. Und ich zeige euch mal den Weg für alle, die es noch nicht wissen, wie man hier zu der Strandpromenade nach Side kommt, also die von Kumköy bis nach Side geht und die auch 4 Kilometer insgesamt geht, also 4000 Meter. Und wie man da genau hinkommt, werde ich euch jetzt hier in dem Video zeigen. Ich bin hier gerade, wie gesagt, hier beim Busbahnhof von Kumköy. Hier steht es auch drauf, Kumköy und Manavgat. Wir fahren alle 5 Minuten nach Manavgat und Side. Das gilt aber natürlich in der Saison, wo jetzt auch viel los ist, fahren die alle 5 Minuten. Das hat sich natürlich jetzt auch alles ein bisschen verspätet. Wir fahren jetzt vielleicht alle 10 oder 15 Minuten. Und hier vorne, wenn man also in die Richtung geht, kommt man bis nach Kumköy, Ortsmitte. Hier ist das Wappen von Kumköy, der Delfin mit dem Ball oben. Und da vorne ist das Nova Park Hotel, was auch schon jetzt zu hat. Daneben an das Fee Beach Hotel. Und hinter dieser Einkaufsstraße, kann man es ein bisschen sehen, ist das La Vitas Hotel. Es ist ein kleines Hotel in der Hinterstraße, in den Geschäften. Und diese drei Hotels haben die Strandabschnitte alle nebeneinander. Und hinter diesen beiden Hotels, also hinter dem Noah Park Hotel hier genau geradeaus, unter dem Felice Hotel, ist das Skirman Side Marine Hotel. Was aber die Aussicht von diesen beiden Hotels leider komplett zugemacht hat. Und hier ist das Corolla Hotel, ist auch ein bekanntes Hotel, da wo die Wolnis zum Beispiel immer hingekommen sind, ihr Stammhotel, die auch da einen extra Tisch hatten für die Riesenfamilie. Und hier vorne ist das Merve Sun Hotel in Spa, das 4-Sterne-Hotel, was von einem Apart-Hotel zum 4-Sterne-Hotel wurde. Und das schauen wir uns von der anderen Straßenseite auch nochmal an. Und wir hatten die Nacht Regen, waren sehr stark bewölkt jetzt heute. Jetzt kam gerade ein bisschen die Sonne raus, aber ich weiß nicht, wie lange die Sonne so bleiben wird. Und genau auf der anderen Straße hier ist der Busbahnhof nach Side. Das kann man ja auch sehen, die kleine Bushaltestelle und die Busse da in Richtung Side. Und wie gesagt, von hier aus kommt man bis nach Kumköy Ortsmitte und in die andere Richtung kommt man bis nach Side und hier fahren auch die Busse. Und von hier aus kann man das Merve Sun Hotel nochmal ganz gut sehen. So, und hier geht jetzt ein Weg runter beim Busbahnhof nach, der in Richtung Side geht, geht hier eine Straße runter. Und wir werden jetzt die Straße hier runtergehen und dann kommen wir damit auch automatisch bis zur Strandpromenade und jetzt können wir hier alle sehen, wie lange das dauert, bis man da ist. Und das sind die Busse, die bis nach Manavgat gehen, wenn man von hier aus einsteigt, Side und Manavgat. Hier ist der Busbahnhof dahin. Und hier genau gegenüber, auf was wir gerade zugehen, das ist eine Anlage, das ist kein Hotel da vorne. Da kann man eine Wohnung kaufen, mieten. Und hier kann man schon ein bisschen das Side Marine Hotel da sehen, neben dem Nova Park Hotel hier, was die Aussicht komplett zugemacht hat von dem Fee Beach und von dem Nova Park Hotel. Davon sieht man das ein bisschen. Also die Aussicht ist komplett blockiert jetzt hier vom Nova Park und Fee Beach Hotel. Wir gucken das immer. Ach, wirklich? Ja. Ja, freut mich. Und gefällt Ihnen? Ja, Sie den Livestream. Ja? Genau, genau richtig, ja. Genau. Viel Spaß. Und auf die Frage, wie viel Grad wir heute haben. Wir haben heute 19 Grad vor Ort. Es ist bewölkt, aber es geht kein Regen. Aber es kann jeden Moment anfangen zu regnen. Und schaut mal, ich habe ja gesagt gehabt, hier kann man eine Wohnung kaufen. Und da steht zum Beispiel For Sale. Da vorne steht mal,
hier in einer Wohnung. Hier kann man Wohnung kaufen oder mieten. Hier am Strand, an der Siedlung hier. Aber die haben auch die Aussicht hier komplett blockiert bekommen von den Hotels da vorne. Aber man hat hier den schönen Weg bis zur Promenade, den wir jetzt auch gehen, in Richtung Promenade. Aber schön hat der Maserati-Fahrer sich die Wohnung hier gemacht. Sieht schön aus. Und schau mal, jetzt sind wir hier vor dem Kirmanzide Marine Hotel. Und da kann man auch genau sehen, wie die Aussicht blockiert wurde vom Nova Park und vom Pier Beach Hotel. Schaut mal bitte. Das ist wie eine richtige Wand davor, vor den Hotels da. Und jetzt sind wir hier vor dem Hotel Grand Cide. Ist auch ein älteres Hotel hier in Kumköy. Da vorne ist das Hotel Grand Cide. Auch direkt an der Promenade, da werden wir auch gleich vorbeigehen, von der Promenade aus. Und hier kann man nochmal richtig das Kirmanzide Marine sehen. Und das ist einmal der Weg, den wir gegangen sind. Davon sieht man das Corolla Hotel, die Anlage. Wenn man hier links hoch geht, kommt man zum Siden Quali Hotel. Ja. Okay, viel Spaß, ne? Ja, ich bin gerade live, ihr könnt das mitschauen. Kein Thema. Einmal winken hier, ne? Viel Spaß euch. Ciao. Auch Leute, die immer die Videos schauen. Und da vorne geht es hoch zum Siden Quality Hotel, zum Siden Valentine. Kommt man da überall hin. Und hier ist das Hotel Grand Cide. Und dieser Weg, wo man denkt, der führt nirgendwo mehr hin, das ist der Weg, der zur Strandpromenade führt. Schau mal genau hier. Wir sind beim Corolla Hotel links runtergegangen, die Straße. Und gehen jetzt hier runter zum Strand vom Hotel Grand Cide. Eine ganz schöne hässliche Architektur von dem Hotel hier. Sieht gar nicht schön aus hier draußen. Sieht von außen nicht so schick aus. Und jetzt gehen wir hier in Richtung Strandpromenade, die bis nach Cide führt, bis in die Altstadt rein. Also viele denken, da geht es nicht weiter, aber schau mal, jetzt kommt eine scharfe Kurve und nach der scharfen Kurve sind wir fast am Strand. Schau mal, hier kommt jetzt links eine scharfe Kurve. Also von da aus sieht es aus, als wenn die Straße aufhört, als wenn es wie eine Sackgasse aussehen würde. Aber das ist es nicht. Nach dieser Kurve geht es hier eigentlich erst richtig los. Nach dieser Kurve geht es hier jetzt erst richtig los, denn nach dieser Kurve kommt man hier direkt zum Strand, direkt zur Strandpromenade von Cide. Also da, wo man denkt, es hat aufgehört, ganz das Gegenteil. Hier kann man denken, hier ist nichts mehr. Aber schaut mal, liebe Leute, jetzt sind wir hier gleich direkt am Strand. Wenn man da geradeaus weitergeht, kommt man zum Strandabschnitt vom Corolla. Das ist dann natürlich Hotelgelände. Da darf man nicht drauf. Und genau hier, wenn man diese Straße hier runtergeht, diese gute 150 Meter weitergeht, kommt man gleich direkt zur Strandpromenade von Cide. Hallo. Schaut mal,
Hier werden wir jetzt gleich an der Promenade angekommen. Das Corolla Hotel hat zugemacht. Schau mal, der Strandabschnitt ist ja ganz abgeräumt. Jetzt kann man hier auch sehen, dass Gran Cide dann sicherlich auch hier einmal der öffentliche Spielplatz. Und das Kirman Siedemarin scheint noch gut besucht zu sein. Da wird auch schön gegrillt gerade zum Mittagessen, das kann man da sehen. Das heißt, das Hotel ist doch gut besucht. Und jetzt sind wir hier bei der Strandpromenade angekommen. Und ab hier sind es genau 4000 Meter bis nach Cide. Also an alle, die nicht wissen, wie man zur Strandpromenade kommt, haben wir hier mit dem Weg gezeigt bis zur Strandpromenade. Man geht die Straße hier runter, gute 4-5 Minuten und dann kommt man bis zur Strandpromenade von Cide. Und diese Promenade geht 4000 Meter bis nach Cide, bis in die Altstadt rein, also 4 Kilometer. Und hier dürfen keine Autos, keine Fahrräder, keine Motorräder, gar nichts fahren. Das ist ein absoluter Walkway, eine absolute Fußgängerzone hier bis nach Cide. Das ist jetzt das Ordnungsamt, was hier reinfährt. Die dürfen da reinfahren. Cide in die Richtung. Ja, hier geht's nach Evrensecki, Kumkö. Ja, Cide in die Richtung. 4 Kilometer. 4 Kilometer Cide. 4 Kilometer, ja. Immer zu Fuß gehen. Ja, ja, schön, danke. Bitteschön, bitteschön. Und jetzt sind wir hier am Strand angekommen und es geht ein Wind vom Südosten. Und schau, heute schon mal in Richtung Sonne. Die ist zugedeckt. Jetzt kommen die Sonnenstrahlen durch, direkt aufs Meer. Und jetzt haben wir hier den Blick in Richtung Kumkül. Der Strand vom Kirman Cide Marien Hotel, da sieht man hier. Und der Strand von Kumkül ist natürlich ein bisschen leer heute. Ich habe das jetzt mal ein bisschen gezoomt, damit man genau sieht, was heute hier los ist. Das ist hier der Blick in Richtung Cide. Und viel mehr scheint hier auch nicht los zu sein. Es soll jetzt ein paar Tage regnen. Es hat die Nacht geregnet. Und dann ist hier auch logischerweise am Strand viel weniger los, als es normalerweise ist. Und von hier aus ist also das Cide Quality Hotel sehr gut zu erkennen. Und den Weg sind wir runtergekommen. Und das Wasser ist ja sehr aufgewühlt.
Wir sind hier gerade auf dem Steg vom Kirman Sidemarin Hotel. Ich frage mich, wann der abgeschraubt wird, wenn es jetzt hier anfängt zu regnen und so alles. Dann kann so ein Steg schnell eingehen. Es ist schädlich für das Holz, auch so viel Regen und alles. Und wenn dann der Sturm kommt und die Riesenwellen kommen. Und von hier aus hat man auch einen schönen Blick in Richtung Ortsmitte. Und das Wasser ist sehr aufgewühlt, ist ja auch logisch hier bei dem Wetter. Auch mit meiner polarisierten Sonnenbrille kann ich gerade hier nichts erkennen. Das Wasser ist zu aufgewühlt. Und von hier aus könnte man bestimmt gut angeln. Ja, und die Stege werden auch immer mehr. Ich habe sogar mitbekommen, dass das Scene Quality jetzt auch einen Steg baut. Schon mal da vorne sieht man sogar das Villas hier der Residenz ein bisschen von hier, das Palm Beach, das Thalia, das Schwarze Hotel, die Tech-Ün-Siedlung, die Tech-Ün-Zitisse oder da auch das Kirman Sidemarin und hier der Strandabschnitt und der Steg hier vom Hotel. Aber ein riesengroßer Steg hier, ist ja wie eine Insel hier mitten im Meer. Ein ganz schön großer Steg. Bringen sie etwa die Leute vom Kirman Kalyptus auch hierher. Wenn man da sieht, was Kirman Kalyptus für einen kleinen Strandabschnitt hat. Und jetzt hier das Kirman Sidemarin, sowohl einen großen Strandabschnitt als auch einen riesengroßen Steg hier. Das ist ja riesig hier. Und hier sieht man auch die großen Felsen und Platten hier im Meer. Schau mal hier vorne, da kann man sich schwer verletzen. Hier sieht man einen riesengroßen Felsen. Schau mal hier. Im Meer. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Warte mal. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Das war dann hier jetzt der Steg vom Kirman Sidemarin. Das große Hotel. Ein neueres Hotel hier in Kumköy. Und hier steht auch, wie tief es hier ist. Es ist hier 1,40 Meter.
Christian Blümel schreibt, geteilt. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Teilen. Und dass du auch immer dabei bist, hier beim Live-Video. Bei Anteil der City Livestream. Und schaut mal, wie dunkel die Wolken da hinten sind. Über dem Hotel. Nochmal von hier aus der Blick in Richtung Kumköy, Evrenseki, Tolakle. Und von hier aus der Blick in Richtung Ortsmitte, in Richtung Hotels. Und noch einmal der Blick in Richtung Side. Es ist aber sehr angenehm. Also es mag sein, dass wir Regen hatten, aber es ist sehr angenehm hier bei uns. Es ist einfach sehr, sehr herrlich, gerade hier zu sein. Ich schaue gerade, das Grand Ziel scheint da noch aufzuhaben. Der Strand ist noch nicht weggeräumt. Ich dachte, das Hotel hat auch zugemacht, aber es scheint nicht zugemacht zu haben. Hier das Hotel Grand Ziel hat noch auf. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Jetzt ist die Sonne wieder da. Somit haben wir heute auch gezeigt, wie man hier zum Strand kommt. Von Kumköy, wo der Busbahnhof losgeht. Den Weg zur Promenade haben wir gezeigt. Für viele, die nicht wissen, wie man hier auf die Promenade kommt. Und hier geht die Promenade jetzt bis nach Side Altstadt. Jetzt sind wir wieder vor dem Seen Quality Hotel. Und hier mal der Strandabschnitt vom Siden Valentine. Aber das Hotel hat ja zugemacht. Und wir gehen heute nicht in Richtung Side. Wir gehen heute hier den Weg hier entlang und zeigen euch, wo dieser Weg hier hinführt. Von der Promenade aus, der Weg hier,
am Scene Quality vorbei. Schauen wir uns heute an, wo der uns hinführt. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie man auf die Promenade kommt. Und dann sagen wir nochmal hier dem Meer tschüss. Die Sonne werden wir noch sicherlich sehen da weiter vorne. Aber das Meer werden wir heute nicht mehr sehen. Und das geht hier bis nach Side. Und jetzt gehen wir hier den kleinen Weg hier hoch am Scene Quality vorbei. Und hier gibt es einmal zwei Wege. Hier geht es einmal rechts hoch. Da kommt man zum Paloma Perisia Hotel. Das Cine Valentine ist das Hotel hier direkt vor uns. Und zum The Sands Deluxe Hotel kommt man von hier aus. Man kann zwar das Gelände vom Arum da sehen, aber da muss man noch auf die andere Seite, um zum Arum zu kommen. Denn das hier ist das Paloma Perisia. Und das da vorne ist das Scene Valentine. Und wir gehen hier am Scene Quality den Weg hier vorbei. Also am Scene Quality vorbei. Und schauen mal, wo wir hier rauskommen. Hier rechts sieht es hier aus wie eine Personal-Logement von den Hotels. Und ihr scheint auch sicherlich Geschwister zu sein. Ihr schaut auch ganz schön süß hier, der Regen hat euch sicher auch sehr genervt. Und da vorne ist das Amas Bella Sun Hotel. Das ist ein reines Russenhotel. Und hier sind wir auch schon wieder bei der Siedlung, an der wir vorbeigegangen sind. Und da vorne sieht man auch das Kemanside Marin schon wieder.
Und dann sind wir hier jetzt gerade rechts wieder vor der Doktorlar Sitesi, das heißt vor der Doktorensiedlung. Ist das hier? Und hier ist der Haupteingang vom Sieben Quality Hotel. Und da wären wir auch schon wieder da ungefähr fast, wo wir losgelegt hatten. Hier geht es noch einen Hügel runter. Und hier ist das Sieben Quality Hotel. Der Haupteingang. Hallo. 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 Schaut mal hier, haben wir noch einen schönen Blick auf das Hotel von hier aus. Wir waren gerade auf dem Steg vom Kerman Sidemarin, das ist das Hotel. Und von hier aus kann man auch gut sehen, wie das die Aussicht vom Novapark blockiert hat. Wieder eine riesige Mauer davor. Wirklich fies für das Hotel dahinter. Hier das Kerman Sidemarin hat ja völlig die Aussicht blockiert. Und jetzt sind wir wieder vorm Hotel Grand Side. Und dann geht es wieder in Richtung Ortsmitte bis zur Hauptstraße, bis zum Busbahnhof. Also die Straße, die wir auch runtergekommen sind. Und die Straße hier führt direkt zur Promenade. Da wären wir wieder fast da, wo wir angefangen haben. Und jetzt sind wir einmal praktisch im Kreis gegangen und sind wieder da angekommen, wo wir zur Promenade runtergegangen sind. Gestern waren wir in Çorakle vom Royal Alhambra Palace Hotel und die Anlage war ja viel größer als hier die beiden Hotels zusammen, die wir hier gegangen sind. Und nach vorne sieht man wieder das Corolla Hotel. Also das Corolla hat sich schon ein Stückchen zum Strand. Das kann man von hier aus sehen. Ich kann es mal ein bisschen zoomen. Das ist das Corolla Hotel. Also es ist schon ein Stückchen bis zum Strand. Und hier ist man jetzt auch wieder vor der Siedlung. Und hier die Straße links hoch. Sind wir runtergekommen. Wenn man die Straße links hoch geht, kommt man bis zum
Busbahnhof von Side und von Manavgat. Aber wir gehen mal hier rechts hoch und schauen mal, was uns da erwartet, was da auf uns zukommt. Dann hat man noch so eine Orientierung, wo die ganzen Schleichwege hier in diesem Bereich halt hinführen. Was man als Schleichweg sehen kann, als Abkürzung sehen kann. Das Corolla Hotel hat zu. Ich hab mal, hat zu. Ach so. Ich habe jetzt hier die Siedlung verwechselt mit dem Doktor Siedlung. Die heißt nicht Doktor Siedlung. Die heißt Hochhochchular Siedlung. Hochhochchular, was jetzt das Wort würde ich über Wort dafür als Deutschland auf Deutsch. Also gerichtliche Siedlung, nicht Doktorsiedlung. Die Doktorsiedlung ist ja ein Cholakle war das. Ja, ja, ein Cholakle, Entschuldigung. Ich mache hier eine kleine Korrektur. Vorhin am Strand habe ich gesagt, oder da unten, dass es hier die Doktorsiedlung ist. Nee, das ist die gerichtliche Siedlung, wortwörtlich übersetzt. Also Hochhochschule ist Gerichtsverfahren wahrscheinlich, ja. Ist also nicht die Doktorensiedlung. Eine kleine Korrektur. Das ist jetzt verwechselt gehabt mit den beiden Namen. Die Doktorensiedlung war ja ein Cholakle, Entschuldigung. Wegen der falschen Aussage vorhin. Wir gehen hier gerade am Kohler Hotel vorbei. Angela Kleefeld schreibt, zeigst du die Papageien nochmal? Ja, das werde ich auch nochmal zeigen. Und der Weg führt auch natürlich zum Strand. Die Papageien werden nochmal gezeigt. Ich hatte mal ein Video gezeigt. Video gemacht gehabt, meine ich, von Babypapageien in Kumköy. Von meinem Cousin Carlos. Und die Papageien werden wir demnächst auch wieder zeigen. Die sind ein bisschen größer geworden. Und jetzt gibt es hier wieder zwei Wege. Und der führt hier zur Hauptstraße, zum Haupteingang vom Corolla Hotel und zum Mervesan Hotel da vorne. Und hier sind wir vor dem Amas Bella Sun Hotel. Am Anfang des Jahres hatten die gezweifelt gehabt, ob das Hotel überhaupt aufmacht, war gemeint. Denn das arbeitet ja nur mit russischen Reiseagenturen. Und es war ja nicht klar, ob die Russen kommen oder nicht. Dann hat das Hotel doch aufgemacht. Denn die Russen sind ja doch gekommen. Aber das Hotel hat jetzt zugemacht. Und den Weg, da sind wir runtergekommen. Und hier einmal das Corolla Hotel. Eingang von Corolla ist man gleich hier auf der Straße. Eingang vom Corolla Hotel.
Und dann sind wir jetzt hier wieder auf der Hauptstraße angekommen von Siede nach Kumköy. Wenn man hier rechts fährt oder geht, kommt man bis nach Siede. Und hier links runter kommt man bis nach Kumköy Mitte. Und hier nochmal die Reklame vom Corolla Hotel. Und dann wären wir wieder da, wo unsere Tour angefangen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier vorne steht auch schon wieder mein Auto. Heute haben wir euch gezeigt, wie man von hier aus zur Strandpromenade kommt. Der Busbahnhof nach Manavgat und nach Siede ist genau hier. Hier ist der nach Siede, der Busbahnhof, und genau gegenüber nach Manavgat. Und hier links geht es dann offiziell mit Kumköy los. Das sieht man da vorne auch. Ilija Kumköy Hoşgeldiniz. Das heißt, herzlich willkommen nach Ilija Kumköy. Und hier nach rechts ist man dann schon in Siede. So, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Danke fürs Liken, Teilen und Kommentieren und dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch dann einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.